Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rage 2. Wir haben eine Straßensperre, die wir auseinandernehmen müssten. Wenn wir hier noch angeschossen werden. So, da fliegt gleich einiges in die Luft. Gute Nacht, meine Liebe. Warte, ich komme nicht hoch. Das war jetzt nicht so episch, wie ich gedacht habe. Busch. Warte doch mal. Erwischt. Ich sollte aber gleich mal wieder Sachen bauen. Hier. Elektronik und so weiter voll. Dankeschön. So, haben wir das noch mit? Und letzte Lagerkiste. Die Straßensperre wäre jetzt zumindest schon mal offen. So. Dann, wo ist der Rest geblieben? Eventuell da oben. Ja. Sehr schön. Ich glaube, ich bin ein wenig gestolpert. So, jetzt können wir auch gemütlich weiterfahren. Sehr einödig hier. Eigentlich wollte ich auch mehr oder weniger losfahren hier. Jetzt falle ich doch wieder überall an und erkunde. Da geht es vielleicht oben rüber rein. Da unten rum. Nehmen wir diesen Eingang. Gut, das ging aber auch angenehm schnell gerade. Aber gut, war jetzt auch kein Banditenlager. Sollen wir das mal versuchen? Busch. Ah, jetzt bei euch sitzt es ja auch schon einigermaßen. Ich
glaube, da muss ich auch noch mal vorher reparieren. So, aber dann hier mal weg. Dann legen wir mal so viel, wie wir können. Was uns zerlegt. Sicherheitsmodus aktiviert. Manuelle Reparatur erforderlich. Systeme regenerieren. Normalzustand wiederhergestellt. Naja, normal ist das nicht. Du hast immer noch eine ganze Menge Schaden genommen. Geht's gut. So, dann geht's jetzt mal los. Ah, fuck, ich sollte vielleicht den Konvoi markieren. Obrigkeitswachtung, ha? Wem? Schwachstelle ungeschützt. Ja, wem? Hm, warum fährst du jetzt da in dieses Gemüse rein? Das sind halt echt die Gatling-Guns etwas sinnvoller. Was das angeht. Zu 90% intakt. Wir sind da. Zu 50% intakt. Okay, das tut halt weh. Zu 30% intakt. Das tut sehr weh. Wieder so ein Banditenunterschlupf. Ist mir dann relativ egal. Planung zu 10% intakt. Sicherheitsmodus aktiviert. Manuelle Reparatur erforderlich. Systeme dran. Regenerieren. Müssen wir gleich nochmal her. Hm, das zieht sich ja wieder hier mit den Konvois, aber... ist ja wahrscheinlich auch Sinn der Sache, dass die ein bisschen aufhalten. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Ich denke, hier gibt es noch eine ganze Menge Banditenunterschlüpfe, die wir zerlegen müssen. Hallo, ich bin wieder da. Mit dem Rollen war jetzt nicht so praktisch. Schwachstelle ungeschützt. Schieß! Noch ein Obrigkeitswachturm. Ist halt echt ein bisschen viel rumgefahren hier und wenig Platz. Aber es geht. Wir kommen ja hinterher. Im Gegensatz zu ihm können wir uns auch heilen. Zu 70% intakt. Ja, hat sogar gesessen. Cool. Aber es hat gereicht. Zu 50% intakt.
So, das war's dann soweit. Und tschüss. 20 Autoteile. Das ist doch schon mal ganz gut. Können wir uns das nächste Upgrade holen? War ne, glaube ich, noch, oder? Nee, war das 40? Systeme voll wiederhergestellt. Schauen wir mal. Wir sind einmal hier komplett rumgefahren. Naja, es hat zumindest einiges freigeschaltet. So, Fahrzeuge. Upgrades. Nee, reicht nicht ganz. Schade. Oh gut, dann fahren wir es mal hier rüber. Und holen uns das nächste Zeug ab. Mal gucken, da jetzt was reißen können. Das sieht auch ganz interessant aus, muss ich zugeben. Aber wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Warum ist den Obrigkeitswachturm noch gerade? Der da ist. Okay. Wo die Hasenfuß-Taktik, glaube ich, nicht so ganz funktioniert, oder? Ah, doch, mehr oder weniger. Systeme werden gesperrt. Wieso kriege ich denn auf einmal jetzt Schaden hier? Oder nichts mehr? Ja, ich müsste hier raus. Systeme werden gesperrt. Das ist eine sehr, sehr ungünstige Stelle. Normalzustand wiederhergestellt. Wie wäre es mit einer Reparatur? Ja, ich werde halt an- und angegriffen. Ich habe keine Zeit zum Reparieren. Das ist gerade so ein bisschen das Problem hier. Normalzustand wiederhergestellt. Ist das alles vor diesem Obrigkeitswachturm? Dann hole ich mir den Wagen halt später nochmal her. Den kriege ich da, glaube ich, nicht mehr raus. Gut, dann können wir noch ein bisschen zu Fuß erkunden. Ist ja ganz hübsch hier. Mal gespannt, was ihr da lag. Also wir werden General Crosshair wahrscheinlich erst kriegen, wenn wir alle Aufträge soweit erfüllt haben. Oder wie sieht es mit dem Log aus? Ja, genau. Das haben wir.
Müssen wir noch zu den Zwillingsfällen. Aber witzigerweise ist Marsch. Na gut. Du bist halt der am höchsten ausgebaute Moment, aber du kriegst ja auch die ganzen Punkte. Ja. Okay, ich bin bei den Zwillingsfällen. Ich halte die Augen nach Anzeichen der Obrigkeit offen. Gut, sag mir, wenn du was findest. So, ihr könnt dann mal weg auf jeden Fall. Hallo, Overdrive. Das glaube ich sogar. Okay, vier Lagerkisten. Ich wollte eine Granate werfen. Das ist echt nicht gut, dass das alles so nebeneinander liegt mit den Tasten. So, dann kommt mal schön hier einzeln angelaufen. Ja, ich habe keine Gesundheitsdinger mehr. Warum? Das ist nicht so gut. Hoffe ich mal, dass ich jetzt lange genug durchhalte, dass sich der Defi wieder auflädt. Ich suche weiter. Stress habe ich hier gerade. Aber es wird. Yeah, ein neuer Passagier. Zeit zu sterben. Ah, na gut, ihr habt das Helm auf. Da hat jemand gerade Granaten geschmissen. Kann das sein? So, ach so, ja genau. Ich wollte ja noch Zeug herstellen. Hm, da war ja was. Es wäre angenehm, wenn das hier schneller gehen würde. Wenn man da halt mehr auf einmal herstellen könnte. So, hier unten haben wir, glaube ich, jetzt einigermaßen Ruhe. So fürs Erste. Dann schauen wir doch mal. Ich hatte hier noch irgendwo eine Truhe. Hier war auch eine ganze Menge, ne? Oh ne, vier. Da geht's dann wohl weiter. Haben wir hier schon alles zerlegt? Das wäre ganz angenehm. Na, ich glaube, wir haben Gegner angelockt. Wahrscheinlich über uns.
Naja. Dann kümmern wir uns das nächste Mal drum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.